Willkommen zurück bei den Passcom-Brüdern. Wir fahren fort mit unserem MikroTik-Tutorial und im Speziellen mit VRRP, die dritte. Mhm. Letztes Mal haben wir quasi den Master vorbereitet, alles mal konfiguriert, ein bisschen eingetaucht in das Thema, wie man das alles einstellt. Und wir sind jetzt so weit, dass dieser Router hier unsere virtuelle IP-Adresse genau, hat. Den Router angelegt, die wandert aber noch nirgendwo hin. Genau, der zweite ist unkonfiguriert sozusagen. Genau. Jetzt fügen wir den dazu und schauen dann, was passiert, wenn man von ihm hier das Kabel abzieht, während man die IP pingt. Das wäre ja so dann das Failover-Szenario, genau, was passiert. Dann gehen wir gleich in die Konfiguration rein. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Hier ist das Interface hochgefahren und natürlich auch korrespondierend die Adresse, die 1 auf unserem VRRP-Interface. Jetzt gehe ich in den zweiten Router, auch unter Interfaces bin ich schon drin. Gehe hier auf VRRP, mache hier auch ein neues. Nenne ich jetzt auch gleich, lasse ich jetzt einfach. Interface auswählen wieder, Ethernet 1. Die ID von dem Router, die muss jetzt gleich sein, das ist wichtig. Also ich muss jetzt hier die 1 einstellen, wenn ich hier jetzt den Backup quasi für diesen virtuellen Router konfigurieren möchte. Das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt an der Stelle richtig verkehrt machen kann. Eine andere ID, weil ich meine, ich brauche eine zweite ID und die gleiche Priorität. Das wäre natürlich ein zweiter, grober Fehler. Viel mehr kann man jetzt auf dieser Maske, glaube ich, gar nicht verbocken. Also ich lasse jetzt das auf 1 und lasse auch die Priority jetzt mal, wie vorgeschlagen, auf 100. Ich könnte sie ja auch auf 253 setzen. Ja. Würde auch gehen. Aber ich lasse jetzt mal auf 100, wenn dann habe ich noch 254 Router erwarte. Genau. Also wer 254 Router aufbauen möchte, der ruft bei uns an, bitte. Genau. Wir helfen. Lasse ich jetzt einfach mal alles so. 100 ist niedriger als 255, also habe ich hier mein Backup und die restlichen Einstellungen lasse ich alle. Dass ich die miteinander unterhalten, könnte man die auch noch absichern, habe ich gesehen gerade. Mit genau, man kann noch authentifizieren dazwischen. Das habe ich jetzt nicht konfiguriert, dass nicht quasi jeder, der VRRP broadcastet, dort mitspielen kann. Könnte ja so eine Art Spoofing sein. Mhm. Ich mache einfach eine höhere Priorität und kriege dann quasi die IP. Was aber bei dir jetzt wieder gar nicht so schlecht ist, weil eine höhere ID ist jetzt schwierig. Genau. Zumindest mit einem MikroTik. Das ist so kleine Sicherheit. Ja. Solange der Primäre da ist, wird er das bleiben. Okay. Aber wenn ich im selben Segment bin, dann kann ich sowieso ganz großen Umfug treiben. Ja, man könnte auch ein extra Management-LAN natürlich für das Aufziehen sowas machen. Ist das sinnvoll? Nein, das muss im selben Segment sein. Also in der Praxis sollte ich dann wirklich Authentifizierung mit einschalten. Schadet nicht, sagen wir es mal so. Gut, schadet nicht. So, Interface ist angelegt, ist jetzt noch rot, das heißt, es ist auch nicht im Backup-Zustand jetzt. Warum? Weil keine IP-Adresse konfiguriert ist. Mhm. Jetzt ist es einfach komplett offline. Ich kann es in den Online-Status bringen, wenn ich jetzt hergehe und sage IP-Adresses, füge eine hinzu und da ist jetzt wichtig, dass ich die gleiche nehme. Weil ich will jetzt ja nicht hier eine andere, sondern ich will die gleiche IP-Adresse wandern lassen. Hat man jahrelang trainiert, dass man ja nie dieselbe IP-Adresse irgendwo hochfährt. Das ist jetzt alles Schall und Rauch. Ich nehme die gleiche und binde die an die VRRP. Und jetzt, wenn ich auf OK klicke, können wir gleich im Hintergrund beobachten, dann sollte hier was passieren. Es geht ein B an. B bedeutet, dieser Router ist jetzt im Moment im Backup-Status und ich sehe auch hier, die IP ist jetzt rot. Mhm. Also das Interface wird grün oder schwarz, aber im Address-List sehe ich nach wie vor, was los ist und so dass ist die bloß als Backup die IP-Adresse ist jetzt ausgeschaltet. Wir haben hier die IP-Adresse quasi der Node sozusagen, der Router-Node und hier die des virtuellen Routers, die ist hier aktiv, hier ist er auch Master und hier ist er Backup. Wenn wir hier reingehen, dann sehen wir hier schon, dass der einmal hochgegangen ist, wann der hochgegangen ist. Und hier würde ich noch sehen, wenn jetzt hier Traffic drüber geht, ich habe vorher mal ein bisschen rangepinkt, ein paar Pakete fließen schon drüber. So, jetzt sind wir eigentlich soweit. Jetzt können wir dann stecken. Also ich würde sagen, wir machen Folgendes, links und rechts auch die Adresslist noch da haben, einen Ping laufen haben. Die wird uns aber um die Ohren fliegen, wenn wir den Router ausstecken. Das ist richtig, ja. Da hat er recht. Aber pingen können wir. Das macht das Windows hier. Ich ping jetzt hier mal minus T. Mal einfach da die... Dahin. Und ich stecke jetzt quasi den linken Router aus. Dann wird uns die Winbox um die Ohren fliegen, weil der Router weg ist. Und beim rechten Router sollten wir beobachten können, wie das ist. Ich versuche das jetzt alles live. Also ich stecke hier aus. Genau. Dann schalte ich hier wieder zurück.
Hier hängt der Ping im Hintergrund, ein Paket verloren und wieder da. Genau, wir sehen jetzt hinten, das ist jetzt eingefroren, darum ist hier noch Master, weil hier keine IP-Kommunikation mehr möglich ist. Ja. Die wird jetzt sich irgendwann einmal schließen, weil hier nichts mehr antwortet. Der ist hier noch live. Was hat er gemacht? Er hat erkannt, der andere ist nicht mehr da. Jetzt ist die Winbox auch, hat sich beerdigt. Und hat jetzt hier die IP-Adresse automatisch angenommen. Und von der Client-Sicht, wenn ich das mal hier abbreche, haben wir tatsächlich nur ein Paket verloren und können sofort weiterarbeiten. Und wenn der zweite Router eben auch ein Internet-Gateway hat, wird er das gar nicht bemerken, dass der eine weggekracht ist. Ja, im Idealfall wird es einfach wieder weitermachen. Mhm, genau. Selbst Downloads werden dann vielleicht wieder weiter, je nachdem wie lang das halt ist, genau, sich da wieder einkriegen. Wir können jetzt mal den Weg zurück zeigen. Das ist spannend. Machen wir. Lass den wieder aktiv werden. Ich versuche das richtige Interface zu treffen. Genau. Habe ich getroffen. Der geht sofort in Backup. Das hat man gleich gesehen. Mhm. Das Paket verloren. Und der andere geht wieder im Master. Jetzt, wenn ich hier auf Reconnect klicke, sollte ich wieder draufkommen und bin wieder da. So. Wenn ich das jetzt kontrolliert machen möchte, gibt es auch einen Weg. Das war doch sehr kontrolliert, Stecker raus, Stecker rein. Ja, ich bin ja nicht immer vor Ort und kann Stecker rausziehen. Aber dieses Interface muss ja nicht auf ein physikalisches, also dieses VRP, dieser Router muss ja nicht auf einem physikalischen Interface. Könnte noch für VLAN sein, wo 100 andere VLANs genau, drauf sind. VLAN auf dem Tunnel, keine Ahnung. Mhm. Also machen wir es jetzt in professionell, nachdem es ich in unprofessionell gemacht habe. Professionell, in kontrolliert. Das tue jetzt in professionell. Ich kann jetzt hier das Interface, das ist relativ unspektakulär, einfach deaktivieren. Dann sollte er hier Master werden. Und jetzt sieht man auch schön beide Winboxen, weil wir ja nicht einfach den Stecker ziehen, wo die andere IP ist. Also so kann ich auch einen kontrollierten Failover machen. Muss auch nicht das ganze Interface deaktivieren. Das heißt, ich kann jetzt hier noch drauf, weil ETH1 oder Ethernet 1 ist ja an, kann ich weitermachen und kann sagen, ich will jetzt den Traffic da drüben haben zum Beispiel. Kann ich es da rüber schieben, könnte den streng genommen mit einer anderen ID versehen, könnte es wieder hochfahren, dann bleibt es da drüben. Mhm. Solche Spielchen kann ich machen. Also auch in einem redundanten Setup, einfach nur, wo ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass einer ausfällt, ist für mich eh nicht so dramatisch, aber ich möchte meinen Router warten können. Zum Beispiel. Software-Update machen können. Ich mache ein Software-Update, die muss ich neu starten. Dann mache ich als erstes alle Masters auf dem Backup, schaue, dass alles funktioniert. Das kann ja auch zum Beispiel sein, dass da Einwahlpunkte mitwandern. Ich habe eine IP-Adresse, es muss ja nicht intern sein, extern, hochgefahren über VRP, was zum Beispiel meinen Einwahlpunkt für VPN bedeutet. Den lasse ich rüberwandern, warte, bis alle Tunnel da aufgebaut sind, sehe, dass alles schön geht, dann warte ich meinen Router und dann ziehe ich das Ganze wieder zurück. Also für diesen Anwendungsfall ist das ja auch durchaus eine sehr praktikable. Und was mir besonders gefällt, ist so schön simpel. Mhm. Wenn wir jetzt gesehen haben in unseren Tutorials mit IPsec und was weiß ich, das ist schon schwer, schwer zu durchdringen, wenn man damit anfängt. Und das ist doch relativ leicht und bringt sehr, sehr viel Sicherheit und vor allem wenig Downside, auch wenn ich Konfigurationen updaten will. Man muss noch dazu fügen, vielleicht zum Schluss, das Protokoll ist ein Standardprotokoll, das ist nichts MikroTik-eigenes jetzt irgendwie, was hier implementiert worden ist. Das heißt, sollte ich einen Cisco oder einen HP-Switch oder sonst was haben, der auch eine IP-Adresse hochfährt, kann ich den mit in den Verbund aufnehmen. Der kennt auch diese Parameter, Priority, ID, los geht's, ist der mit dabei und kann da was übernehmen. Also es ist nichts, was hier irgendwie speziell implementiert ist. Schönes Spielzeug. Dann an der Stelle beenden wir das Tutorial. Mhm. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es war informativ und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage MobiDick und das Passcom-Systemhaus findet ihr unter passcom.net. Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf passcombrothers.net.